Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Juli 2019 nach indischen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an für nur 10 Euro. Liebe Diane, ich grüße dich. Das ist deine Aufnahme, dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Und das bedeutet, so wahr die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sich. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen und lösen etwas aus im Geburtshoroskop. Diese Bewegung nennt man Transit. Und genau diese Transitbewegung betrachten wir bei diesen Monatshoroskopen. 1. Juli 2019, Uranus befindet sich im Widder, bleibt auch ziemlich lange im Widder nach indischen Berechnung. Uranus bringt dir hier Umbrüche und Veränderungen. Das erlebst du im Alltag und besonders, was deine beruflichen Situation betrifft. Mond befindet sich am 1. Juli bei Sonnenaufgang noch im Stier, im laufenden Tag übergeht aber in Zwillinge. Ich setze noch zum Stier. Mond hier im Stier. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und hat einen Einfluss auf unseren Alltag und beeinflusst auch unsere Gefühle. Vermittelt etwas von Stierenergie. Zur Ruhe kommen, den Tag genießen, gemütlich machen, um die Besitz kümmern, aber nicht festhalten und um die Finanzen kümmern. Bei dir kommt noch die siebten Lebensbereich dazu als Thema und das heißt Liebe, Partnerschaft. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und zeigt die Monatsthemen und Sonne bewegt sich noch im Zwillinge und Venus auch. Sonne und Venus ist hier in den Zwillingen. Monatsthema ist mehr Leichtigkeit, etwas spielerisch betrachten, beweglich zu sein, neugierig. Dann noch die Venus-Energie. Venus bedeutet im Geburtshoroskop deine Weiblichkeit und Liebe, Partnerschaft oder Kunst, Kreativität. Bei dieser Transitbewegung kann aber eine andere Frau sein. Und hier im achten Lebensbereich hast du Themen mit Ämtern und das hat immer mit Geld was zu tun. Erbschaften, Finanzamt, Banken, Versicherungen. Hier im achten Lebensbereich lernst du viele Dinge im Leben loslassen, damit zu dieser Leichtigkeit kommst. Und hier im achten Lebensbereich kommt noch Thema dazu, Sexualität. Und das steht mit Venus auch in Verbindung. Jupiter befindet sich in Skorpion. Du hast Skorpion-Aszendent, also du hast hier Jupiter-Einfluss. In deinem Geburtshoroskop war Jupiter auch in Skorpion. Du hast ein Jupiter-Wiederkehr, so nennt man das. Das bringt dir Glück.
und Optimismus. Das vermehrt aber etwas und hier im ersten Lebensbereich handelt es sich um dein Aussehen auch. Möglich ist auch, dass du zunimmst in dieser Zeit. So etwas kann Jupiter auch auslösen. Auf jeden Fall mehr Glück, Chancen, Möglichkeiten in dein Leben und etwas vermehrt sich. Oder du bist bewusster mit deinen eigenen Werten und das bedeutet auch das inneren Sonne, deinen inneren Größe. Das ist auch Jupiter-Energie. Saturn und Pluto ist im Schütze. Beide ist rückläufig, hat mit Vergangenheit was zu tun. Nicht nur Saturn und Pluto ist im Schütze, sondern auch die absteigende Mondknoten. Und das nehme ich raus von Geburtshoroskop, weil ich brauche die Karten. Rahu nehme ich auch raus, die Drachenkopf. Beide sind karmische Knoten. Ketu, diese absteigende Mondknoten, symbolisiert Vergangenheit. Und das wird aktiviert hier im Schütze. Das hat mit Reisen was zu tun, das hat mit Orientierung was zu tun und mit Werten und Finanzen. Hier kommen die Erinnerungen. Ketu bleibt ganzes Jahr und 2020 immer noch im Schütze. Wenn wir schon bei Mondknoten sind, Rahu, dieser Drachenkopf, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch hier in den Zwillingen. Das ist die Reise, die Seelenreise. Das, was deine Seele gerade braucht, um neue Erfahrungen sammeln. Das ist die Zwillingsenergie und die Themen von 8. Lebensbereich. Neptun lässt die Träume leben. Neptun ist im Wassermann. Wir dürfen träumen, aber wir sollen daran auch glauben. Und daran liegt die ganze Geheimnis. Mars und Merkur ist im Krebs. Und das löst aus, dass du hier Kontakte hast mit einer männlichen Person und das hat mit Reisen, Bildung oder Ausland was zu tun. Mond übergeht 1. Juli in Zwillingen im laufenden Tag. Und bildet sich einen sogenannten Konjunktion zum Venus. Das heißt, die treffen sich und wirken zusammen. Mond aktiviert deinen Gefühlen und das hat mit einer anderen Frau was zu tun oder hat mit deiner Liebe was zu tun. In diesem 1. Juli wird Mond und Venus von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran ist eine von den königlichen Sternen. Und zeigt den Weg. Aldebaran gilt als Wegweiser, zeigt den Weg für die Hyaden und Plejaden, besonders wenn Alkyone aufsteigt. Also gilt als Wegweiser, das ist die Auge des Stieres, aber wirkt hier im Grenzbereich Stier-Zwillingen. Und das heißt, ein Wegweiser kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer Frau und sie zeigt dir eine neue Richtung. Oder deine inneren Stimme zeigt das. Aber du wirst die Augen öffnen für etwas. 2. Juli ist Mond noch in Zwillingen. Das ist ein totales Sonnenfinsternis. Im deutschsprachigen Raum wird das plus minus paar Minuten um 8 Uhr sein. Wird von Orion bestrahlt. Orion gilt als himmlischen Jäger und Orion hat auch 2 Hunde und die zeigen in Richtung Polarstern.
Also die Orientierung ist sehr wichtig. Auch wenn das alles so finster und undurchschaubar erscheint, wir brauchen die Orientierung, und durch diesen Aldebaran-Einfluss haben wir Wegweiser und öffnen wir die Augen in eine neue Richtung. 3. Juli ist Mond noch in Zwillingen und wird von Alhena bestrahlt. Alhena bedeutet übersetzt das Zeichen. Wir bekommen eine Botschaft, ein Zeichen, und wir sollen das bewusst wahrnehmen, weil das sagt etwas. Entweder ein Traumbild oder wir sehen etwas unterwegs, eine Nummer oder ein Buchstabe, wie auch immer. Wir bekommen ein Zeichen und das hat eine Bedeutung. 4. Juli übergeht Mond im Krebs und aktiviert hier Themen, was mit Reisen was zu tun hat, oder Bildung, eventuell Spiritualität, weil das ist auch eine innere Reise. Mond begegnet sich mit Merkur und auch mit Mars. Das sind Kontakte, Kommunikation. Und mit Mars-Energie, entweder kannst du dich durchsetzen und zeigst du Kraft, oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person. Das kann auch von Ausland kommen. 5. Juli. Mond ist noch im Krebs und erreicht einen Punkt in seiner Umlaufbahn. Und dieser Punkt ist das näherste Punkt zu der Erde. Und hier aktiviert etwas unseren Wünsche. Und weil Mond zu nah zu der Erde befindet, heißt es, wir können das in Tat umsetzen. 6. Juli ist Mond im Löwe. Und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist auch eine von den königlichen Sternen, der Herz der Löwe. Also aktiviert Herzensangelegenheit. Wir sollen unserem Herz öffnen für etwas. Was ist in unserem Herzen? Das kann die Liebe sein, das kann ein Hobby sein oder die Berufung sein, die Natur oder Familie, Kunst, Kreativität, Sport, Bewegung. Herzöffnung ist hier die Botschaft. 7. Juli ist Merkur im Stillstand und befindet sich in seiner Umlaufbahn in die weiteste Punkt aus der Sonne aus gesehen. Sonne bringt Klarheit, und wenn Merkur zu weit weg ist von der Sonne, erstens verlangsamt die Bewegung durch die Gravitation, ist in diesem Moment auch im Stillstand, wobei Merkur bleibt nicht stehen, das ist nur für unsere Wahrnehmung aus der Erde aus gesehen. Und das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, etwas klären oder klärenden Gesprächen führen. 8. Juli ist Mond im Jungfrau und hier kommt Heilung, kommt etwas in Ordnung. Themen sind deine Wünsche und Freundschaften. In diesem Tag, im 8. Juli, wird Merkur dann rückläufig. 9. Juli ist Halbmond und das bedeutet, Sonne und Mond steht in Spannung, und diese Spannung fühlen wir auch. Es fehlt etwas, es fehlt die Ausgleich, es fehlt die Wasserelement. Und wenn wir damit bewusst umgehen, dann sollen wir das Wasserelement betonen, und das ist unserem Intuition, unserem Gefühlen oder gefühlsvoll mit anderen umgehen, dann haben wir das innere Gleichgewicht. Dann können wir das bewusst ausgleichen. Im selben Tag, 9. Juli,
steht Sonne und Saturn gegenüber und sie spiegeln etwas. Und das müssen wir auch ausgleichen. Bei Saturn-Energie müssen wir etwas in Ordnung bringen. Und bei Sonne entweder die Wahrheit, die Klarheit, oder haben wir Vaterthemen oder Kontakt mit Vater. Sonne symbolisiert nicht nur der Vater, sondern Sonne symbolisiert auch eine männliche Person, der was zum Sagen hat. Und hier haben wir eine Lernaufgabe auch und etwas in Ordnung bringen. 10. Juli ist Mond im Waage und wird von Spica bestrahlt. Spica ist die Weizenehre der Jungfrau und all das, was wir jetzt beginnen, trägt Früchte. 13. Juli ist Mond in Skorpion und trifft mit Jupiter. Jupiter aktiviert die Gefühle, also wird intensiver sein, auch in die Tiefe schauen. Das ist so Skorpion-Energie. 14. Juli befindet sich Mond im Stammbild Schlangenträger. Schlangenträger gehört nicht zu den Tierkreiszeichen, obwohl befindet sich im Ekliptik. Der Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlischen Arzt. Und hier brauchen wir Heilung. Asklepios begegnet sich mit zwei Schlangen. Die eine Schlange trägt die Gift in sich, die andere Schlange trägt die Heilkräuter in sich. Und Asklepios muss eine wichtige Entscheidung treffen. Und das kann für uns bedeuten, wir sollen vorsichtig sein, welche Informationen wir erhalten, weil das kann auch eine Lüge sein. Im selben Tag, 14. Juli, steht Sonne und Pluto gegenüber. Sie spiegeln etwas. Das kann Vaterthemen sein oder eine männliche Person, was etwas bestimmen kann oder etwas zum Sagen kann. Das kann natürlich der Chef sein. Und bei Pluto ist wichtig die Konzentration, auf dem Wesentlichen konzentrieren. Bei Sonnenenergie handelt auch um die Wahrheit, unserem Selbst. Und bei Pluto geht es um Überzeugungskraft, überzeugt zu sein von uns selbst. Und hier ist eine Begegnung, das heißt ein Entgegenkommen. Das Leben spiegelt etwas und hier müssen wir wirklich uns behaupten. 15. Juli ist Mond im Schütze, aktiviert Themen, Ausland, Reisen, Bewegung, Sport, aber auch Neuorientierung. Dazu kommt die zweiten Lebensbereich, Werte, Besitz und Finanzen. 16. Juli ist Mond noch im Schütze, es ist Vollmond, exakt um 22.38 Uhr und dieser Vollmond befindet sich auf dem absteigenden Mondknoten und haben wir ein partielle Mondfinsternis. Mond begegnet sich auch mit Saturn, auch mit Pluto und hier sind karmische Themen. Hier wird karmische Themen aktiviert. Dieser Vollmond wird von Nunki bestrahlt. Nunki wurde bei Assyrer, später bei Babylonier verehrt als heiligen Ort. Ich könnte so sagen, wir brauchen einen Kraftort, wo wir auftanken können oder die Ruhe finden. Möglich ist es auch, gerade wenn es um karmische Themen handelt, wie bei diesem Vollmond, dass wir auf einer Reise sind, in einen Ort, wo wir das Gefühl haben, da waren wir schon, es kommt alles so vertraut vor. 17. Juli übergeht Mond im Steinbock. Das Schule, das Lebens, dass wir Ziele haben, dass wir das nicht aufgeben. Und Geduld,
Geduld ist auch sehr wichtig, was hier lernen wir. Im selben Tag übergeht Sonne im Krebs. Aktiviert eine neue Monatsthemen und das ist die Krebsenergie. Entweder Familie oder dieses Feingefühl zum Haben verspüren die richtigen Momente im Leben. Krebs kann das. Wann ist der Moment zum Handeln? Oder wann sollen wir eher zurückhaltend sein und schweigen? 20. Juli befindet sich Mond im Wassermann. Da kommt mehr Leichtigkeit, das ist Luftelement, auch ein Weitblick. Die vorausdenkende Wassermann, die Ideenreichtum. Und das erlebst du auch zu Hause. 21. Juli ist Mond noch im Wassermann und erreicht in seiner Umlaufbahn die weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen. Das ist Lilith-Energie. Aktiviert unsere Wünsche. Und weil das so weit ist, wir neigen dazu davonlaufen. Oder jemand sagt zu uns, ah, vergiss es, das wird sowieso nicht. Und das werft uns zurück. Im selben Tag trifft Sonne und Merkur und das heißt klärenden Gesprächen. Das kann auch von Ausland kommen. 22. Juli ist Mond in Fischen, aktiviert hier das Wasserelement und hier lernen wir das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Bei dir kommt noch Themen dazu mit Kindern oder deine Kreativität, dein inneren Kind oder Erinnerungen an deine Kindheit. 23. Juli ist Mond immer noch im Fisch, aber hat einen Einfluss von Stammbild Walfisch und das sind Einflüsse von außen. Und dieser Walfisch versucht uns auf etwas erzwingen, also keine gute Einfluss, keine gute Energie, das kann auch jemand sein, wo versucht aggressiv zu sein oder für uns was bestimmen und dann müssen wir uns auch wehren. 24. Juli übergeht Venus im Krebs. Das kann bedeuten Liebe auf Ausland. Eine Reise, eine angenehme Reise oder Glück auf einer Reise, ein Liebesurlaub. Möglich ist auch, dass du Kontakt hast zu einer Frau von Ausland. Im selben Tag steht Venus und Merkur hier in einer Verbindung, eine Nachricht von einer Frau. Und das kann von Ausland kommen. 25. Juli übergeht Mond immer wieder. Es ist Halbmond und Halbmond ist immer Spannung. Dieser Halbmond ist exakt um 2:18 Uhr. Es fehlt in diesem Tag die Luftelement, die Leichtigkeit, weil uns etwas bedrückt und das erlebst du entweder bei Neuanfang, das kann Ängste sein, oder in deiner beruflichen Situation. Im selben Tag trifft Mond mit Uranus und löst was aus. Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem und es kann eine Situation sein, was uns aus der Ruhe bringt. 27. Juli übergeht Mond im Stier. Und die Stier zeigt hier Ruhe, Gemütlichkeit, Genuss und das sollen wir auch erlauben. 28. Juli bekommt Mond von Aldebaran. Ein Einfluss Aldebaran ist dieser königliche Stern, der Auge des Stieres und zeigt als Wegweiser eine Richtung oder öffnet unseren Augen an etwas. 29. Juli ist Mond in Zwillingen.
das sind Zwillingsthemen, Luftelement, Leichtigkeit, eine gewisse Neugier, Beweglichkeit, Kontakte, Kommunikation. Hier im achten Lebensbereich kann das auch Terminen sein bei Ämtern. 30. Juli befindet sich Mond auf die aufsteigende Mondknoten. Und das sind karmische Themen. Aber hier handelt es sich nicht um Vergangenheit, sondern hier sucht die Seele neue Wege, neue Erkenntnisse, vielleicht sogar die Befreiung. 30. Juli bekommt Mond einen Einfluss von Alhena. Alhena bedeutet übersetzt ein Zeichen. Bekommen wir wieder eine Botschaft, ein Zeichen, wie zum Beispiel ein Traumbild oder ein Buchstabe oder eine Zahl, was für uns etwas zeigt. 31. Juli bekommt Mond einen Einfluss von Pollux. Pollux ist das Unsterbliche, Castor ist das Sterbliche, die beiden Zwillinge. Und Pollux steht in Verbindung zu unserer Seele. Und wir sollen um unsere Seele kümmern oder eine seelische Begegnung. Im selben Tag, 31. Juli, übergeht dann im laufenden Tag Mond im Krebs und aktiviert hier neue Themen. Und das ist Ausland oder Bildung oder Spiritualität. Im selben Tag, 31. Juli, ist Merkur wieder im Stillstand, das heißt die Kontakte, Gespräche, Termine, geht nichts voran, wird dann aber direktläufig und nächsten Tag kommt alles schon in Bewegung. Immer noch 31. Juli, Mond und Venus steht in einer Verbindung, das ist eine starke weibliche Energie, das kann auch Empfängnis sein oder Kreativität, bedeutet auch Treffen mit anderen Frauen oder ganz intensiv die Liebe, die Gefühle leben. Liebe Diane, so könnte ich deinen Monat beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.